Nächste Rednerin begrüße ich Aleph Korun, grüne Abgeordnete zum Nationalrat, die seit vielen, vielen Jahren an unserer Seite für das Menschenrecht auf Asyl kämpft. Sie kommt frisch aus dem Innenausschuss und wird uns hautnah berichten, was sie dort erlebt hat. Danke vielmals. Liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte mich bei jedem und jeder bedanken, der trotz dieses Wetters und trotz des Regens hierher gekommen ist. Es ist wichtig zu zeigen, dass wir sehr viele sind und dass wir bereit sind, uns dafür einzusetzen, dass unser Rechtsstaat, unsere Menschenrechte, unsere Grundrechte nicht einfach mit parlamentarischer Mehrheit per Notverordnungsermächtigung abgetragen werden können. Wir werden dagegen Widerstand leisten und wir werden das über kurz oder lang wegbekommen, diese Notverordnungen. Wir leben in unglaublichen Zeiten. Ich muss sagen, wenn jemand gesagt hätte, vor einem Jahr oder vor 6 Monaten, dass ich diese Tage erleben würde, wo einfach das Menschenrecht auf Asyl, ein grundlegendes Recht, das in der Genfer Flüchtlingskonvention abgesichert ist, in der Menschenrechtskonvention abgesichert ist, in der EU-Grundrechtecharta abgesichert ist, dass das einfach mit einer Verordnung, Notverordnungsermächtigung abgeschafft werden soll. Und ich möchte euch kurz ein paar Sätze vorlesen aus der Stellungnahme der Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter. Ich glaube, die österreichischen Richterinnen und Richter stehen nicht gerade im Verdacht, Grüne oder sehr Linke zu sein. Und die schreiben in ihrer Stellungnahme, die nur möglich wurde, weil wir gemeinsam mit öffentlichem Druck durchgesetzt haben, dass die Regierung dieses unglaubliche Gesetz nicht ganz ohne Begutachtungsfrist durchdrücken konnte. Sie schreiben zur verkürzten Begutachtungsfrist, die wie gesagt nur möglich wurde, weil ihr Widerstand geleistet habt. Ich zitiere, die Vorgangsweise, wie allzu oft in den vergangenen Jahren, lediglich ein stark verkürztes oder, wie ursprünglich geplant, gar kein Begutachtungsverfahren durchzuführen, wird abgelehnt und in aller Schärfe kritisiert. Eine seriöse Begutachtung ist im gewährten Zeitraum nicht möglich. Sagt die Vereinigung der österreichischen Richter und Richterinnen. Ferner sagen sie, die Voraussetzungen für die Erlassung einer Verordnung nach § 36 Asylgesetz müssen inhaltlich hinreichend bestimmt sein. Im krassen Widerspruch dazu legt der vorliegende Entwurf aber gerade nicht fest und überlässt die Beurteilung damit den politischen Entscheidungsträgern, wann die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und der Schutz der inneren Sicherheit entsprechend gefährdet sind. Hier haben wir es mit einer großen Gefahr zu tun, dass nämlich die Gewaltentrennung aufgehoben wird, dass die Bundesregierung qua Parlamentsmehrheit sich selber das Recht gibt, mit einfacher Verordnung im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Parlaments, wo sie nicht zufällig die Mehrheit haben, eine Notverordnung zu beschließen. Und dann zu sagen, so, und ab jetzt nehmen wir keine Asylanträge mehr an. Und ich habe es heute im Innenausschuss mehrfach zum Ausdruck gebracht und mehrfach kritisiert, dass der Sinn des Asyls, dass das Asylverfahren mit diesem Gesetz pervertiert wird. Was meine ich damit? Wenn jemand nach dieser Notverordnung an die österreichische Grenze gelangt und sagt, ich brauche Schutz, ich möchte Asylantrag stellen, dann wird nicht wie bisher geschaut, was sind deine Gründe, woher kommst du, was sind deine Fluchtgründe, sondern dieses Gesetz schreibt vor, dann muss geschaut werden, wie kann er
zurückgewiesen werden? Wie kann er abgeschoben werden? Wie kann sein Asylantrag zurückgewiesen werden? Dann wird der Asylantrag nicht einmal inhaltlich angeschaut. Und das ist eine Bankrotterklärung. Und das werden wir sicher nicht durchgehen lassen, liebe Freundinnen und Freunde. Manchen Leuten in unserem Land, und ich sage ganz bewusst und stolz in unserem Land, auch an die Adresse von einigen Abgeordneten in diesem Haus, die auf die blaue Farbe hören und die ständig behaupten, manche Menschen, die in Österreich leben, hätten gar nicht das Recht, hier zu leben, selbst wenn sie die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen übrigens. Wir werden es nicht zulassen, dass der Rechtsstaat Stück für Stück abgetragen wird. Denn wenn dieses Gesetz übermorgen, wie geplant, im Parlamentsplenum mit Stimmenmehrheit der SPÖ und ÖVP und übrigens auch von Team Stronach, die heute mitgestimmt haben im Innenausschuss, beschlossen wird, dann ist das ein Dammbruch. Niemand kann uns garantieren, dass die Bundesregierung dann nicht übermorgen kommt und sagt, es gibt Terrorgefahr und deshalb können wir das Grundrecht auf Datenschutz brauchen wir nicht mehr. Das ist jetzt, wir müssen dieses Recht auch abtragen, um mögliche Terrorangriffe abzuwenden. Das Briefgeheimnis ist obsolet, alles Mögliche. Grundrechte können wirklich eins nach dem anderen abgetragen werden. Wer also glaubt, es ginge nur unter Anführungszeichen um Flüchtlinge, der irrt sich gewaltig. Es geht um uns alle, es geht um unsere Grundrechte, es geht um den Rechtsstaat. Wehret den Anfängen. Danke, dass ihr da seid. Vielen herzlichen Dank, Alef Korun. Ja, Alef, das ist dein Applaus. Vielen herzlichen Dank.